Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Horizonte des Herzens mit Andreas Beutel. Und heute soll es um die Hingabe gehen. Du möchtest dich heute in diesem Gespräch ganz hingeben. Nein, ich möchte mich nicht hingeben, ich möchte nur drüber reden. Okay, nur drüber reden. Ja, nein, über die Hingabe. Natürlich nicht. Wir geben uns ja beide hin. Also wir suchen uns ein Thema aus und geben uns hinein. Und irgendwann im Vorfeld sozusagen von der Sendung taucht ein Thema auf, wo ich denke, ey, das ist es, das, darüber müssen wir mal reden. Mhm. Und dann kreise ich um das Thema und irgendwann, also öffnet es sich, könnte man sagen. Mhm. Es kommen so verschiedene Facetten dazu, wo ich ursprünglich dachte, Hingabe ist das und das. Und jetzt merke ich aber, ja, es gibt aber vieles, wo man sich hingeben kann. Ja, also, oder auch es nicht kann. Oder es nicht kann, viele genau. Viele können es überhaupt nicht. Genau, das ist dann die nächste Frage, warum kann ich es nicht? Ja. Aber wenn wir erstmal so das Wort ein bisschen auseinandernehmen, ist ja einmal die Gabe drin. Mhm. Und die Gabe ist ja, da ist schon eine Art Demut, würde ich sagen, drin, in der Gabe. Also vielleicht die Abgabe ist noch ein bisschen anders konnotiert, ja. Aber den Strafzettel, den gebe ich nicht als Gabe ab. Angabe, ein Angeber, na gut. Ja. Nein, okay. Die Gabe als solche, das ist ja eher ein andächtiges Geben oder ein bewusstes Geben. Das ist nicht ein Schenken oder so, sondern eine Gabe. Ja. Da steckt ein bisschen mehr drin. Und die Hingabe ist etwas hinzu. Ja. Nimm hin. Und ich schenke dir, was du mir hast gegeben, ist in einer Bachschen, ist das ein Lied, wunderschönes Lied, was ich sehr gerne Bass singe, Jesu, meine Freude, nicht Jesu, meine Freude, Stern deiner Krippe hier, glaube ich. Aha. Jedenfalls wunderschön, also was, nimm hin, was ich, also, ich schenke dir, was du mir hast gegeben. Ah, okay. Ja, das trifft das ja eigentlich schon sehr gut. Also ich gebe mich hin oder ich gebe meine Fähigkeiten dem hin, von dem ich es bekomme. Wenn wir es auf den großen Kontext beziehen, natürlich. Mhm. Ja. Also wenn wir uns, also Hingabe, wohin geben wir uns? Mhm. Ja, wir können uns natürlich auch in eine Aufgabe hineinbegeben. Ich sehe, ich muss jetzt, ich habe ein Haus übernommen oder gekauft und stelle fest, es muss saniert werden. Oder es ist ein denkmalwertes Haus, was aber sehr verfallen ist. Dann kann ich mich auch an dieses Haus hingeben, an die Aufgabe, das zu sanieren. Oder das eben. Aber es ist eben etwas Liebevolles. Nicht, ich muss das jetzt tun, sondern es ist schon eine Gabe, die ich da reinstecke. Ich muss gerade an die sogenannten ADSler denken, die ja allein vom Wort her vollkommen verquer Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Mhm. Und ich habe viele, gerade Kinder und Jugendliche kennengelernt, wenn diese jungen Menschen sich für etwas interessieren, dann geben die sich voll hin. Ja, natürlich. Ja, und sowas von hochkonzentriert, da können sich die anderen aber dicke Scheiben von abschneiden. Ja. Generell, wenn man Kinder sieht, wie sie sich in irgendeine Idee hingeben, wenn die etwas basteln oder zeichnen oder so. Mhm. Da, und spielen natürlich ist auch eine Hingabe an den Moment. Man kann natürlich auch, jetzt sind wir schon sehr in der Hingabe drin, wir gehen mal einen Moment davor. Zurück, okay. Was ist denn, also wenn wir dabei sind, was hindert mich daran? Es gibt noch ein Konzept, was fast eine eigene Sendung sein könnte. Das ist die Annahme. Also Annahme kommt oftmals vor im kommerziellen Kontext. Nehme ich die Rechnung an oder das Angebot oder so. Aber das betrifft ja auch das Leben. Nehme ich die Situation, in der ich jetzt bin, an? Oder bin ich im Widerstand dagegen? Ja. Also ein fast klassisches Beispiel, man trifft ein altes Ehepaar
die sich, wo jeder sagt, trennt euch lieber, es ist besser oder gebt euch ein bisschen Freiraum. Und sie trennen sich nicht, weil jeder sagt, na, wenn ich sie verlasse, dann sagt sie, also dann hat sie den Triumph, dass ich gegangen bin. Und wenn man sie fragt, dann sagt sie, na, ich gehe doch nicht, dann hat er den Triumph, dass ich gegangen bin. Und dann sind sie immer im Widerstand und sie sind nicht frei. Mhm. Ja? Oder ein Mensch, der sagt, ich möchte nie so werden wie meine Eltern, den zieht es förmlich dahin, da ist es noch nicht frei. Und wir haben alle irgendeine Situation im Leben oder wir sind mit einem gewissen Rucksack gestartet oder mit gewissen Themen. Und natürlich, am Anfang gefällt einem das nicht. Und am Anfang sieht man, was alles schief läuft, was man nicht möchte. Mhm. Und irgendwann kommt dann die Erkenntnis, ich kann es nicht ändern. Vielleicht auch Trauer, Wut und diese ganzen Prozesse, die da dranhängen. Bis man dann zu dem Punkt kommt und sagt, okay, es ist jetzt so. Dann ist man in der Annahme. Mhm. Und wenn man in der Annahme ist, dann kann man auch sagen, okay, ich nehme das jetzt an und steige hinein und verwandle das Thema. So ein bisschen so ähnlich wie im Matrix-Film Teil 1, wo er die ganze Zeit gegen den Agenten kämpft und am Schluss in den Agenten hineinspringt. Mhm. Das ist auch Annahme und dann Hingeben und innere Verwandlung. Also ich nehme mein Leben an oder ich nehme die Situation an, wie sie ist und dann verwandle ich sie. Mhm. Weil das ist ja unsere ursprüngliche Kraft, dass wir etwas verwandeln können. Mhm. Dass wir alles annehmen können, wir können alles werden, alles sein. Und dann können wir hineingehen und uns verwandeln. Mhm. Und die Situation mit. Und im Prinzip geht es um die Blickrichtung auf etwas. Genau. Nicht, nicht das an sich, was geschieht, ist es, sondern unsere Deutung. Richtig. Ja, ja, und unser Blick genau. Auf das, was geschieht. Ja. Und das geht nur in der Annahme. Mhm. Also eine Sache, die ich über das Herz gelernt habe, es geht als erstes darum, die ganze Wahrheit auf den Tisch zu legen, damit man mal das ganze Bild sieht. Und wenn man das ganze Bild sieht, dann kann man das, dann zeigt sich von alleine eine Lösung oder der nächste Schritt. Aber als erstes muss man die Situation so annehmen, wie sie ist. Und also auch als Phänomen. Als Phänomen, ja. Mhm. Annehmen, auch aushalten oder aushalten ist immer etwas mit erdulden in der Richtung, aber sagen wir halten können. Mhm. Also ich halte auch den Schmerz dieser Welt. Mhm. Ja, wenn man beginnt, sein Herz zu öffnen und Liebe machen, also Liebe im Sinne von Heilung bringen möchte, und man dehnt sich immer weiter aus, kommt man natürlich an die Abgründe dieser Welt. Mhm. Und das sehen zu können, zu müssen, aber auch halten zu können. Und dann zu sagen, okay, ich nehme es an, so wie es ist. Mhm. Ich kann es in der Form, ich kann es sowieso nicht ändern und gar nicht mit Widerstand. Ja. Aber ich kann hineingehen, mich hingeben an dieses Leben. Ja, vielleicht auch, wie du sagst, ich gebe das zurück, was du mir gegeben hast. Also das Leben hat mir dieses hier gegeben, die Konstellation. Und dann gebe ich es zurück im Sinne von, guck mal, was ich draus gemacht habe. Das ist meine Skulptur. Mhm. Mhm. Oder mein Musikstück, was ich aus meinem Leben schreibe. Mhm. Mhm. Ja, und zum Beispiel, also mit der Blickrichtung, wenn Menschen erkennen, dass die Situation, in der sie jetzt gerade sind, im Prinzip die Ernte dessen ist, was sie einst gesät haben. Ja, zum Beispiel durch die Vorstellung, wenn ich mich verbiege und es jemandem recht machen will oder ihm nach dem Mund rede, ihm etwas gebe, was ich meine, was er jetzt für sein Ego braucht, dann werde ich irgendwann in eine Situation kommen, die ich nun absolut nicht mehr will. Mhm. Ja, aber wenn ich erkenne, ja, dass ich sozusagen am Anfang gesät habe durch mein mich verbiegen, dann kann ich mich als der Kreator, also der Schöpfer dieser Situation erkennen und gütig drauf gucken. Mhm. Und nicht im Widerstand und ne, der Böse da, ne, der mich jetzt hier fertig macht, runterzieht, mich als Müllabladeplatz benutzt. Ja, ich habe ihn dazu eingeladen. Am Anfang. Am Anfang, ja. So. Und allein das hilft ja schon, diese Situation
ganz sich dieser, ja, vielleicht mit einem Schmunzeln auch, meine Güte, was habe ich da gemacht, das tue ich mir in Zukunft nicht mehr an. Aber das ist schon ein sehr weiter Schritt. Mhm. Was machst du mit demjenigen, der feststellt, dass er eine verkorkste Kindheit hat? Auf einer höheren Ebene kann man sagen, ich habe das akzeptiert, ich habe mir das ausgesucht. Mhm. Aber trotzdem hat ja jedes Kind das Recht, in einer glücklichen Familie aufzuwachsen, in gesunden Verhältnissen. Mhm. Und trotzdem ist es passiert. Aber millionenfach. Ja, und es passiert natürlich heute immer noch. Ja. Was sagt man demjenigen dann? Da zu sagen, das hast du dir ausgesucht, wäre, ne, natürlich könnte ich das aus einer wirklich, sag ich mal, Sicht der Seele, die sich hier inkarniert für bestimmte Dinge, die sie erleben will, könnte ich das so sagen, aber brauche ich nicht. Ich kann auch einmal sagen, okay, das hast du erlebt, hast viel Scheiße erlebt. Du hast Demütigung erlebt, du hast Grausamkeit, Lieblosigkeit, all das hast du erlebt. Ja. Die Frage ist, willst du bis zum Ende deines Lebens diesen Haufen Scheiße beweinen und bejammern und dich sozusagen in dieser Scheiße auch noch suhlen und identifizieren? Oder sagst du, okay, aus dieser Scheiße mache ich richtig geilen Kompost. Genau. Ja, und zwar, indem ich sage, okay, ich habe überlebt. Ja, ich habe etliche Schrammen und Verletzungen auch und ja, Narben, wie auch immer, davon getragen. Aber ich habe noch immer heute die Freiheit, ja, das Ganze aus einer völlig anderen Perspektive anzuschauen und gesagt, es hat mich auch stark gebracht, gemacht. Mhm. Es hat mich mir näher gebracht, als wenn alles immer nur glatt. Ich kenne einen Menschen, ja, bei diesem Menschen, es war eine Frau, ging alles glatt in ihrem Leben. Alles. Mhm. Und dann verließ ihr Mann sie, mit, wo sie sich sozusagen identifiziert hatte als Frau von. Also sie hatte in dem Sinne keine eigene Identität. Und dann fiel sie ins Bodenlose. Mhm. Sie hatte null Werkzeuge, wieder aufzustehen. Mhm. Null Werkzeuge mit diesem, also mit sich selbst konfrontiert. Auf einmal bin ich nur ich ja, und nicht mehr die Frau von. Ja. Und deswegen kann man eben auch sagen, die Menschen, die etwas durchlitten haben, ohne also das missverstanden zu werden, dass ich dem huldige, ganz und gar nicht. Nein, aber das, was ich erlebt habe, kann ich sozusagen auch sagen, das brauche ich auch nicht mehr aufs Neue zu erfahren. Und ich kann Mitgefühl entwickeln für Menschen, ja, die noch daran leiden. Also noch die alte Perspektive des Opfers und ne, der Machtlosigkeit oder so haben. Aber ich kann mich entscheiden, ja, heute ein selbstverantwortliches Leben, ein barmherziges, mit mir barmherziges Leben zu führen. Trotz oder gerade, weil ich das erlebt habe. Ne, also bestes Beispiel ist ja der Michael Jackson. Ja. Was hat er für eine grausame Kindheit gehabt? Ja. Also er hatte eigentlich gar keine Kindheit gehabt. Ja, und dann sein Engagement für die Kinder dieser Welt. Ne, mit dieser Liste von Kinderrechten, ne, die er da aufgestellt hat zum Beispiel. Es gibt genügend Beispiele, die das als so eine Kindheit sozusagen als Referenz bzw. Begründung dafür machen, dass sie wiederum anderen Leid antun. Ich habe ja so eine schlechte Kindheit gehabt. Ja, ja. Und nochmal zurück zu der Annahme. Mhm. Es gibt zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist der Kopf, der sagt, lass mich wissen oder verstehen, warum es passiert ist und ich finde Frieden. Und das Herz sagt, lass mich Frieden finden und dann werde ich sehen, warum es passiert ist. Oder wozu. Oder wozu, ja. Und, und die Aussage sozusagen, das hat ein bisschen Widerspruch bei mir hervorgerufen, zu sagen, ich habe das kreiert, gerade für Kinder oder für die Kinder der Welt, sowas zu sagen, da opponiere ich ein bisschen. Nein, bitte, ja? bitte. Aber an der Stelle eben zu sagen, ich nehme das jetzt an, ich gebe mich dieser Situation hin, nicht im Suhlen, ich gebe mich dem ganzen Schlamm hin, sondern ich nehme das jetzt an,
und akzeptiere, dass es etwas mit mir zu tun hat, dass es ein Teil von mir ist, auch ein Teil meiner Geschichte. Der erste Schritt. Und dann kommt eines Tages vielleicht am Ende des Lebens oder es ist ja auch mit jeder Entwicklungsstufe, wenn man auf sein Leben zurückschaut, ja, man schließt meinetwegen eine Partnerschaft ab, dann hat man ein Bild, warum... Das hört sich nach einem Vertrag an hier. Nein. Also ach, abschließen. Im Sinne von beenden. Ach so, beenden. Okay. Ja. Man macht ja auch unbewusste Verträge, aber ich meine jetzt, klar, die Trennung kommt, dann Aufruhr und sowas und irgendwann sagt man, okay, das ist jetzt abgeschlossen, dieses Kapitel. Und dann hat man ein Bild darauf, was passiert ist und warum es passiert ist. Und dieses Bild ändert sich aber ja im Laufe des Lebens, nach meiner Erfahrung, ein bisschen oder verschiebt sich oder erweitert sich. Wenn ich dann noch 2, 3 Beziehungen hinterher führe und neue Facetten von mir erkenne, dann gucke ich auf diese Partnerschaft wieder ganz anders und sage, ah, das war schon damals das Thema gewesen. Das habe ich noch gar nicht gesehen, als ich mich da verabschiedet habe. Oder so. Also es ist ein schrittweiser Erkenntnisprozess. Und in dem Sinne, ich nehme das Leben erstmal so an, wie es ist. Bei allem Schmerz, bei aller Wildheit, Verkorkstheit und. Ja, auch eben Weltschmerz oder was hier gerade passiert auf der Welt. Ich kann nicht weg. Ja, ich kann nicht mal, früher konnte man noch auswandern, aber nach meiner Überzeugung ist selbst das heute eine Flucht, weil der Wahnsinn rotiert gerade einmal um den Globus. Ja. Und du kannst eigentlich nirgendwo hinfliehen, weil er holt dich immer ein. Mhm. Es ist früher hat man eine Länderkrise gehabt und heute haben wir meines Erachtens noch eine globale Krise. Mhm. Und egal, wo du hingehst, es wird dich einholen. Und deswegen kannst du es auch da, wo du bist, annehmen. Und dann... Ja, vor allen Dingen, du nimmst dich ja immer mit. Ja. Und deine ganzen Glaubensmuster und Verhaltensmuster, ne, die ändern sich ja nicht einfach, weil... Das finde ich auch skurril. Wir fahren irgendwo hin, um uns selber zu finden, aber wir nehmen uns ja mit. Ja, das fand ich schon vor 20 Jahren lustig. Ja. Und... aber Hingabe hat auch noch eine andere Ebene. Oder die Hingabe, um dich hingeben zu können, musst du akzeptieren, dass es etwas gibt, worüber du keine Kontrolle hast. Das ist das Entscheidende. Ja, vorher bist du noch in der Kontrolle. Ich habe mein Leben unter Kontrolle. Voller Kontrolle. Oh, ich brauche das nicht. Ich bin ein lieber Mensch. Mir passiert nichts. Ich habe das vor kurzem gemerkt in einem Seminar, eine Frau. Wir haben, sagen wir mal, Herzmuskeltraining gemacht im Sinne von, also Fühlmuskeltraining. Okay. Ja, wir nehmen ein Gefühl und gehen mal in die verschiedenen Richtungen. Mhm. Was bietet mir das Gefühl? Und jeder stellt dann fest, hat das Gefühl bei mir 360 Grad Fühlraum oder kugelförmigen Fühlraum? Mhm. Oder gibt es eine dunkle Ecke, wo ich nicht hingehen kann? Mhm. Und da war das Gefühl Hoffnung. Und Hoffnung, eine Frau, die im Leben steht und alles organisiert hat, stellt dann fest, ich brauche keine Hoffnung in meinem Leben. Ich brauche keine? Nein, weil bei mir alles funktioniert. Mhm. Dann habe ich gesagt, na, versuch's mal, also nur mal spaßeshalber. Ich weiß, dass du nie eine 50-Kilo-Hantel oder eine 50-Kilo-Einkaufstasche tragen musst, aber ich möchte, dass du es kannst und einfach mal probierst, ob das geht. Mhm. Also geh mal in das Gefühl Hoffnung hinein. Mhm. Und Hoffnung heißt aber eben, ich bin nicht Herr der Lage, letzten Endes. Also nehmen wir an, ganz banal, ich organisiere ein Fest oder wir treffen uns hier im Studio, wir bereiten alles vor. Aber wir müssen immer auch das Scheitern im Hinterkopf behalten, dass es irgendwas Höheres gibt, was, sagen wir, Stromausfall, Sturm oder irgendwas. Und da muss ich akzeptieren, dass es etwas gibt, worüber ich keine Macht habe. Mhm. Und solange ich das nicht kann, kann ich mich nicht hingeben. Erlebe ich immer wieder auch unter den Hypnosen. Das ist so schwer für manche, ja, da die Kontrolle ein Stück abzugeben. Und die kommen halt nicht in eine Tieftrance. Mhm. Geht nicht. Ja. Ja, sie wünschen sich's, aber die Kontrolle zu bewahren ist so stark, ja, dass also eine Hingabe an diesen Prozess fast unmöglich ist. Mhm. Ja. Und dann kann man der Frage nachgehen, was ist das höchste Unbenennbare,
vor dem du oder mit dem du im Widerstand bist. Du kannst es Gott nennen, was sehr aufgeladen ist. Mhm. Man kann es Natur nennen, man kann es Schöpfung nennen oder das Leben im Allgemeinen. Es gibt Situationen im Leben, die man nicht verstehen kann, die einfach so passieren. Und auf die eine oder andere Weise hat dann jeder von uns mal das Thema, eben wenn ich dem höchsten Prinzip gegenüberstehen würde, würde ich anklagen oder würde ich danken? Mhm. Oder wenn ich anklage? Wen klage ich eigentlich an? Wen klage ich an oder warum klage ich an? Und das ist, manche haben dann die nächste Stufe, ich schäme mich dafür, dass ich anklagen möchte. Aber auch da, ich nehme das erstmal an. Ich stehe zu meinem Gefühl. Ich darf natürlich Groll haben. Ich darf sauer sein über das Leben, über die Situation und. Das ist normal. Und niemand sagt, dass das Leben leicht ist. Es ist menscheln ist manchmal schwer. Und da darf man auch mal Groll haben. Und man darf es auch ausdrücken und möglicherweise dann dahinter etwas anderes finden und es erkennen. Ja, wenn wir deckeln, sind wir nicht im Fluss und wir geben uns der Qualität nicht hin und wir geben uns auch nicht unseren Erfahrungen oder Empfindungen hin, wo wir sagen, das fühlt sich an oder so. Du hattest vorhin zweimal das Wort warum etwas geschieht. Mein Gefühl ist, oder wie ich mit meinem Leben umgehe, dass ich das Erbe meines Vaters in dieser Richtung lebe. Junge, frag nicht, warum die Dinge passieren, sondern wozu. Mhm. Weil das Wozu, also das ist ja dein Ziel, genau. Ja, das Warum fragt nach den Ursachen. Mhm. Du kannst eine 5000 Seiten starke Psychoanalyse machen, warum du so bist, wie du bist. Und das hilft dir nicht weiter. Mhm. Wenn ich aber in jeder Situation und gerade auch in denen, die Scheiße wehtun, das Wozu mit im Hinterkopf habe. Ich weiß jetzt nicht, ja, wozu das ist, aber ich danke trotzdem für diese Erfahrung, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wozu sie gut ist. Ja, also auch eine Hingabe, also ich, so vor zwei Jahren, ja. So ein Prozess, wo ich gesagt habe, diesen Becher trinke ich bis zum Boden aus. Mhm. Weil ich weiß, nur dann habe ich es sozusagen für mich erlöst. Mhm. Also auch eine Hingabe an Prozesse, die scheiße wehtun. Mhm. Scheiße wehtun, aber zu hören, ja, wenn ich da jetzt einfach nur rausspringe und denke, damit ist es getan, hat es mir nicht weitergeholfen. Mhm. Aber wenn ich dieses Wozu dieses Prozesses einkalkuliere, ja, es gibt ein Wozu dieses Prozesses, auch wenn er schmerzhaft ist, dann hilft es mir, das wirklich so zu durchleben, damit es ein Gewinn für mein Leben ist. Ich habe mal ein schönes Beispiel gehört, was ein Stück zu meinem Leben passt. Ja. Wenn du auf der Autobahn Auffahrt bist, gibt es keine Chance mehr, als zu fahren. Du musst dich hineingeben in den Wahnsinn, in den Fluss. Ja. Aber das, wir hatten das bei den Wandlungsprozessen. Wenn der Tisch einmal aus der Haftreibung raus ist und bewegt ist, dann ist er leichter steuerbar. Mhm. Und wenn ich den Fluss der Autobahn annehme, dann kann ich auch sagen, oh, das ist meine Abfahrt oder jetzt überhole ich mal und jetzt gehe ich in den Fluss ganz hinein. Mhm. Und im Sinne eben von Fühlmuskeltraining, die Einladung sozusagen mal für die Zuschauer, wie du sagst, diese Worte warum und wozu nachzuspüren. Wie ich gesagt habe, ne, das Gehirn oder der Kopf möchte wissen, warum. Und wer ist der Schuldige? Und genau, um den Frieden zu finden. Und das Herz sagt, lass mich Frieden finden. Und dann verstehe ich, warum oder wozu. Ja. Mhm. Und also es ist genau so, wie du sagst, das warum eben. Oh, warum muss mir das passieren? Warum schon wieder? Und das ist ein sehr grüblerisches. Und das Wozu? Es ist ein sagen wir, esoterischen Kreisen, wo gerne Worte auseinandergenommen werden, manchmal meiner Meinung nach richtig falsch auseinandergenommen werden, ist eben das Wort zu ein Wort
was falsch verstanden wird. Mhm. Zum Beispiel eben versuchen viele, das Wort zuhören zu vermeiden. Mhm. Aber ich wende mich dir in diesem Moment zu. Das hat dann nichts mit Verschließen zu tun, sondern ich richte mich auf dich aus. Und wozu ist eben auch in welche Richtung geguckt? Wohin? Wohin, ja. Man könnte theoretisch, also in vielen Fällen auch wohin, ja. Dann hat man das Wort zu nicht. Ja, ja, aber da assoziierst du zu mit verschlossen und das hat mehr Ebenen als verschlossen. Das ist ja nicht nur verschlossen. Ja. Also ich habe es tatsächlich, versuche es auch, ja, dass ich es vermeide, ja. Also Finalsätze so zu gestalten, dass dieses Wort nicht vorkommt. Was heißt eine Marotte? Elisabeth Durant hat das mal komplett ihre Bücher ohne das Wort zu. Ah, okay. Also nur die Tür ist zu. Ja, mhm. Weil sie sagt, jedes Wort zu ist eine Aufforderung an die Zellen zuzumachen. Und das Schlimmste ist ja, oder das Heftigste ist ja, lass mal deine Emotionen zu. Ja, ja, genau da ist es ja nun wirklich völlig. Das ist aber missverständlich. Ja. Da könnten wir ja auch sagen, warum bist du oder warum sind manche im Widerstand gegen das Wort zu? Können wir nicht einfach in die Hingabe oder in die Annahme des Wortes zugehen, jo, und sagen, ich nehme das jetzt, ja, und fülle es mit einem. Fülle es mit, ja, mit Sinn. Mhm. Ja? Mhm. Im Sinne. Anderes Wort, was auch gerne verwendet wird, Zufall. Da wird es gerne verwendet. Nein, es ist nicht Zufall. Es fällt dir zu. Also zu ist im Sinne immer eine Bewegung hin zu etwas. Mhm. Ja, also wir sagen nicht Hinfall, sondern es ist ein Zufall. Mhm. Es ist zu mir gefallen oder zu dem gefallen. Also zu ist nicht immer geschlossen. Geschlossen. Ja. Okay. Warum, wozu? Hingabe. Ein ganz großer Bereich ist ja natürlich die Sexualität. Mhm. Ja. Also wo dieses sich hingeben für die meisten nicht möglich ist. Mhm. Weil Hingabe hat was mit Vertrauen zu tun. Mhm. Absolut. Also Hingabe ohne Vertrauen ist nicht möglich. Ja. Also das. Es geht nicht. Ne? Das ist eine hinreichende Notwendigkeit oder wie auch jedenfalls. Ja, ja. Ja, wie sollst du dich hingeben? Ne, gibt es ja diese sich fallen lassen, ne, mhm, und sowas. Teambildungsübungen, ja. Übungen. Du brauchst Vertrauen. Mhm. Wie kann ich aber Vertrauen aufbauen? Das ist schon seit Jahrzehnten meine Frage. Ja, ich möchte mein Vertrauen mehren. Mhm. Das Wort Pistoiein, ja, in der griechischen, mhm, Neuen Testament heißt sowohl Glauben als auch Vertrauen. Mhm. Luther hat es immer mit Glauben übersetzt. Mhm. Aber ich habe es für mich immer mit Vertrauen. Ah, im Original steht Pistoiein drin? Pistoiein, und? Ja. Ah, okay. Und im Hebräischen Emunah. Mhm. Ja, was im Prinzip genau auch diese Bedeutungsvielfalt hat. Mhm. Und Vertrauen, wenn ich Vertrauen einsetze, ne, wie in dieser Johannes 14, 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wer mir vertraut, wird die gleichen Dinge tun, die, mhm, ich tue, und er wird größere Dinge tun, mhm, denn ich gehe zum Vater. Aber da kommt eine ganz andere, ganz andere Ebene mit rein, als wenn wer an mich glaubt. Das ist so, ne? Ich muss jetzt erstmal dieses Glaubensbekenntnis der apostolischen, ne, und der, ja, Walter, ja, Kirche daher beten, das ist dein Glauben. Nein, wer meinem Weg vertraut, mhm, und geh einfach weiter und dann, ja, vertrau. Also Vertrauen und Hingabe sind im Prinzip eins. Mhm. Das wollte ich gerade sagen. Wir sind bei der Sexualität angefangen. Ja. Ein wirklich reiches Thema, die Hingabe, du siehst. Ja. Also ein einfaches Wort, wie sich das öffnet und wie, ja, welche Facetten da hinzukommen. Aber wir waren gerade bei der Sprachanalyse oder bei dem mhm, Wort auseinandernehmen. Und manche haben auch, sind noch nicht bei der Hingabe der Vorsilbe fair angekommen. Ja, ich verlaufe mich, mhm, oder ich habe mich verheiratet. Das kann man verstehen im Sinne von falsch, aber es ist ja auch im Vertrauen drin. Und da ist es dann, mhm, ja, gerne genutzt. Ja. Ja,
Ja? Und da ist eben, was ist denn die Ursprungsbewegung der Vorsilbe fair? Das ist hin. Auch. Ja? Hin, weil wenn ich dir vertraue oder bei Sexualität, ich traue meinem Partner, ich traue meiner Partnerin, dann gebe ich mich hin. Eben, es ist genau das Gleiche. Ich traue dir, dass du achtsam mit mir umgehst. Mhm. Und umgedreht. Mhm. Ja. Und auch die Sexualität ist ein schönes Beispiel, weil es bildlich, also auf der physischen Ebene, nochmal eine, sagen wir, Seelenbewegung offenbart. Wir machen uns nackig, um dann nahe zu sein, wenn wir das richtig machen. Mhm. Ja? Also ich öffne mich ganz, ich zeige, was ich habe. Und das kann auch heißen, schau mal, die Narbe habe ich, die Narbe habe ich, die Narbe habe ich. Mhm. Und es hat richtig weh getan. Ich kann es nicht ändern. Es ist ein Teil von mir. Mhm. Und dann zu sagen, nimm mich so, wie ich bin, mit meinen physischen und mit meinen seelischen Wunden, Verletzungen, und auch Narben, was der abgeschlossene Heilungsprozess ist vielleicht. Aber ich gebe mich hin. Mhm. Ja, und ich traue dir. Also, wie du sagst, Vertrauen und Hingabe sind fast die gleichen Worte. Mhm. 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 Und die Vorsilbe fair ist nicht falsch. Ja. Ja? Also, wir haben so eine reichhaltige Sprache und so eine weise Sprache. Und ich lade auch ein, sie eben nicht verändern zu wollen, sondern erstmal wirklich zu erforschen. Was hat sie denn? Also was haben wir von unseren Altvorderen mitbekommen? Warum haben Goethe, Schiller und so weiter in dieser Sprache geschrieben? Weil sie hier geboren sind natürlich, aber weil sie auch viele Möglichkeiten und Nuancierungen liefert. Ich glaube, du hast es mal geschrieben aus deiner Erfahrung oder gesagt aus deiner Erfahrung aus Costa Rica mit dem Sonnenuntergang, wo es nur Licht und Dunkelheit gibt. Und wir haben im Sonnenuntergang eben so viele Facetten. Ja. Dämmerung und gerade jetzt im Winter ist ja die Dämmerungszeit sozusagen richtig lang ausgedehnt und wir können alle Facetten und Nuancen da drinnen beschreiben. Und das tut auch unsere Sprache. Das haben wir gelernt. Ja. Ja. Da kommt noch ein bisschen auch unser Geist dazu, die Fähigkeit zu analysieren. Also wo wir, was manchmal verlacht wird, aber was eben auch die Möglichkeit bietet, die Sprache, nein, nicht die Sprache, sondern die Natur, die Empfindungen zu analysieren und genau zu beschreiben. Und indem ich es erkenne... Mitteilbar zu machen. Mitteilbar zu machen, genau. Und indem ich es erkenne, suche ich dann ein Wort dafür, um es beschreiben zu können. Und dadurch ist die unglaubliche Vielfalt der Sprache entstanden. Und in dem Sinne, fair zu... nimm es einfach mal an als Vorsilbe oder als Teil unserer Sprache und lausche der Sprache, welche Facetten hatten das eigentlich. Ja? Das heißt ja auch... ich nehme mein Leben an, so wie es ist, mit allen Schmerzen, mit allen Fesseln, die ich mitbekommen habe. Und dann, wenn ich es annehme, okay, jetzt habe ich das. Was mache ich damit? Was sind die positiven Seiten? Mhm. Zum Beispiel aus schamanischer Sicht habe ich mal gehört, ein Mensch, der ohne Verletzungen aufwächst, der wächst völlig auf, oder der kann völlig aufwachsen in dem Gesellschaftssystem. Der merkt nicht, dass es mehr gibt oder dass es mehr geben muss. Der denkt, alles ist so, wie es ist, richtig. Ist vorfindlich, vordergründig. Ja, also, mir fällt jetzt das Beispiel nicht ein, aber hier auf der Welt, wenn man den Zeitungen und dem Fernsehen glaubt, ist ja alles in bester Ordnung. Und wir sind die Guten und das ist alles richtig. Und wer nie gestolpert ist, wer nie auf Hilfe angewiesen war, der glaubt das möglicherweise. Mhm. Und eben der Schamane sagt, ein Mensch, was oder ein Kind, was schwer verletzt worden ist, was ein Trauma hat, hat einen Bruch in der Seele drin, der aber dazu dienen kann, dass das Licht eindringt oder dass er sich immer wieder auseinandersetzen muss mit der Hintergrundfrage. Warum? Also was passiert hier eigentlich? Gibt es etwas Höheres? Ist das, was hier in der Welt passiert, alles? Oder gibt es noch mehr? Mhm. Ja. Und das ist dann eine positive Seite. Wir würden, wenn wir nicht die Verletzung hätten,
Ja, wie viele Geschichten kenne ich von Menschen, die ein normales Leben leben, heiraten, Haus, Familie, und dann kommt das erste Kind, dann kommt das zweite Kind. Entweder es kommt ein behindertes Kind oder ein Kind wird krank. Und dann stehen sie davor, warum mir oder weshalb? Und dann beginnen sie aber dadurch, sie sehen die Hoffnungslosigkeit, die Ärzte, die nichts zu sagen haben oder nicht weiter wissen, aber innerlich auch die Liebe oder den Willen, da muss doch was anders sein, da muss doch was zu machen sein. Und dann beginnen sie sich auf die Suche zu machen und nur durch diesen Bruch in der Lebensgeschichte entdecken sie unglaubliche neue Sachen und tun sich neue Welten auf und so weiter. Und in dem Sinne, also, was ist das Gute daran? Wo hilft es mir, weiterzugehen? Mir ist gerade das Bild vom Kanal und Fluss, das ist einer meiner Lieblingsbilder, sozusagen, dass unsere Gesellschaft so aufgebaut ist, dass sie uns eine Auswahl von Kanälen bietet, die so gehen, wo sozusagen eine Konstante, einfach nur konstant, der gleiche Wasserpegel, ne, und die gleiche Tiefe, genormt, ja, schön. Und du hast aber diesen Kanal oder den Kanal oder so. Aber jeder Mensch ist ein lebendiger Fluss. Ja. Ja, das heißt, ja, mit Stromstellen und mit Auen, ja, es bedarf nur unserem Entschluss, dem Leben ganz zu trauen, habe ich mal ein Lied gedichtet. Dass ich ein lebendiger Fluss bin. Mhm. Und dass zu diesem lebendigen Fluss gehört, dass es mal Stromschnellen gibt oder wirklich Katarakte oder wie war Katarakte. Katarakte. Also Turbulenzen. Ja, und dann wieder scheinbarer Stillstand, weil wo sich das Wasser in die Auen sozusagen ausdehnt. Und ich denke, es passiert ja nichts. Aber Pustekuchen, es gehört ja zu diesem Lebensfluss. Und wenn ich den Fluss von ganz oben betrachte, von der Quelle, bis zur Mündung ist alles im Prinzip auch gleichzeitig da. Also sich diesem hinzugeben, ja. Und dann kann ich mich auch mal zum Beispiel der Traurigkeit hingeben. Mhm. Also der Josep Soler ist ein Spanier, der ein wunderschönes Buch Sprache der Seele geschrieben hat, der sagte, die Traurigkeit ist die schönste Emotion, weil sie in der Lage ist, unser Herz zu öffnen. Mhm. Ja? Und ja, was wird uns von der Gesellschaft immer wieder angeboten, irgendwie schnell, ne, rüber was tünchen, ablenken, ach, ich muss mich ablenken, ach, das lenkt mich gut ab und. Ja, nicht hineingehen. Genau, ja. Erstmal Schlaftabletten nehmen, wenn der Partner gestorben ist, damit man mal wieder zur Ruhe kommt, anstatt sich eben wirklich mal hinzugeben an der Trauer. Ja, auch dem Schmerz. Genau. Auch dem Schmerz und der Traurigkeit. Und in dem Moment, wo ich nämlich den Widerstand aufgebe, ist auch die Traurigkeit irgendwann genauso verschwunden, wie sie auf einmal da war. Mhm. Ja, also der Soler sagt so, dass jede Emotion im Prinzip wie eine Welle ist. Mhm. Ja, das heißt, sie baut sich langsam auf, erreicht einen Klimax, ja, also einen Höhepunkt, und geht dann wieder ab. Mhm. Wenn wir aber Widerstand leisten, ja, dann ist es wie ein Stau. Mhm. Ja, wie ein Stau. Ja, und ich kann selber aus eigener Erfahrung sagen, als ich damit begann, keinen Widerstand mehr gegen die Traurigkeit, also dann war es nach ein, zwei Tagen weg. Ja. Und vorher hat es ewig gedauert. Melancholie, Depressivität und. Aber das bedarf des Vertrauens, ja, dass es sich um einen Prozess, der irgendwann auch wieder abgeschlossen ist. Mhm. Genauso bei der Depression. Ja. Ja, Depression ist eine Krankheit, die lebenslänglich und so. Ich halte das für ein Bullshit, Entschuldigung. Ja, einfach ein Bullshit. Ja, die Menschen, die mal depressiv waren, die haben sich kennengelernt. Mhm. Ja, die haben die Tiefen ihres Seins ausgelotet. Ja. Ja, die kennen sich und werden ihre Sicherheit, ja, auch in Zukunft nie da draußen suchen. Mhm. Ja, bei der Allianzversicherung oder was weiß ich, ja, oder beim Job oder wie auch immer. Sondern sie werden diese Sicherheit in sich selbst finden, wenn sie mal Depressionen erlitten haben oder ne, tiefe Traurigkeit, weil du dann Kontakt zu dir selber hast. Und ne, deshalb sagt dann, das öffnet mein Herz. Und dann bin ich überhaupt erstmal bereit zu fühlen, ja, und ja, mich jemandem zu öffnen,
wie das so schön in so einem Volkslied ist, wir tauschen unser Herz. Mhm. Ne? Du weißt ja, wie das ja. tut, glaube ich, auf der Lüneburger Heide. Ich glaube, auf der Lüneburger Heide, das mhm. ist so drin. Ja, das Herz öffnen. Es kommt eine unkontrollierbare Situation auf uns zu. Mhm. Nehmen wir das Beispiel Verlust, mhm. ja, im weitesten Sinne. Ich kann in den Widerstand gehen mhm. oder eben ich nehme es an, mhm. als erstes, es ist jetzt so. Und oftmals ist der Verlust so groß, dass wir nicht weiter, also dass es wie ein Berg ist und wir davor stehen. Und das trotzdem anzunehmen und dann auch mal hinzugeben, Hingabe, mhm. und dann aber auch eben verwandeln. Ja? Mhm. Wie du sagst, also wie eine Welle, die auftaucht. Wir kennen das alle, du verletzt dich, mhm. wir machen die Wunde sauber. Das ist ganz wichtig. Und dann heilt der Körper das von alleine. Mhm. Ja, im Prinzip, kein Arzt heilt. Der Chirurg richtet die Knochen, damit sie gut zusammenwachsen können. Ja, ja. Aber Heilung passiert. Kann ja. er nur. Und auch da wieder, wie innen so außen oder was auf der Seelenebene passiert, das ist auch im Physischen abgebildet. Also wir reinigen eine Wunde. Und wenn ich ein Trauma habe, eine Verletzung, auf der seelischen Ebene und ich mache diese Verletzung zu und sie ist nicht gereinigt, dann eitert sie, dann ja. entzündet sie sich ja. und sie will, Bild. Also wichtig ist zu verstehen aus meiner Sicht, sie will gesund werden. Ja. Wir dürfen nie im Widerstand sein. Jede Krankheit ist der beste Weg, den der Körper im Moment hat, um Heilung zu finden. Aber wenn wir im Widerstand sind, deckeln wir irgendwas. Und manchmal müssen wir also uns hingeben, wir müssen es annehmen, hingeben, also damit das rauseitern kann, was da ist. Das Reinigen ist also das Reinigen der physischen Wunde auf der seelischen Ebene, ein sich hinwenden, genau. wahrnehmen, ja. dass der Schmerz da ist. Ja. Wir kennen nicht deckeln, genau, nicht deckeln. Nicht deckeln, weil sonst fängt es an zu altern. Ja. Ja. Wir kennen diese Gespräche. Ein Freund ruft an, oh, mir geht's scheiße, kannst du vorbeikommen? Mhm. Wir nehmen uns die Zeit, wir setzen uns hin. Und eigentlich besteht das Gespräch von meiner oder deiner Seite dann nur daraus, dass man den ganzen Abend sagt, aha, ja, erzähl mir mehr. Nicht bloß hingesagt, sondern auch natürlich gefühlt. Ne? Mhm. Und der andere erzählt und erzählt und erzählt. Und im Reden wird ihm klar, was eigentlich passiert in seinem Leben. Und er muss mhm. gar nichts dazu sagen. Und er steht dann auf und sagt, so gut wie mit dir habe ich mich noch nie unterhalten. Mhm. Und er weiß, was er als nächstes tun muss. Und was ist passiert? Diese ganze Wunde ist mal aufgegangen und hat mal geblutet und sie ja. hat mal geeitert. Und da war Wut drin, mhm. da war Schmerz drin, da war auch Anklage drin, natürlich. Mhm. All die ganzen Emotionen. Aber drunter liegt immer das Große. Die Heilungsmöglichkeit oder der Wille des Lebens weiterzugehen. Ja, und wir müssen es halt, wie ich habe einen Teich, der versottet ist, dann leite ich gesundes Wasser rein. Was passiert als erstes? Es quillt alles erstmal über und es kommt dieser ganze Mist raus. Und dann aber irgendwann wird es ein klarer See. Also wir nennen das ja Horizonte des Herzens, um eben Ebenen des Herzens aufzuzeigen. Und dazu gehört für mich, jede Verletzung möchte heilen. Und wir dürfen sie annehmen und dann hat sie ihre eigene Dynamik. Du weißt selber oder deine Seele weiß selber, wie die Heilung ist. Aber sprich darüber, öffne dich. Nimm jemanden, der dir zuhört und vertraue ihm, gib dich hin. Gib dich einmal deiner Verletzung hin, gib dich der, also nimm das an und dann lass es fließen. Auch da, ich sag mal, um dieses Vertrauen zu jemandem zu haben, dass ich ihm etwas erzählen kann, was ich vielleicht so noch nie jemandem erzählt habe, bedarf es ein kleiner bisschen Vorarbeit. Nämlich bei sich zu gucken, wo urteile ich noch über mich und verurteile vor allen Dingen. Das Schattenprinzip, ja, haben wir ja auch schon öfter, ne, dass wir neigen dazu, unseren Schatten auf andere Menschen zu projizieren. Und wenn ich sozusagen den barmherzigen Blick auf mich, des
barmherzig, da haben wir ja das Herz drin, ja, barmherzigen Blick, auf mich anwende und sage, so wie ich bin, bin ich liebenswert. Ich nehme mich an. Ich nehme mich an und nehme vielleicht auch, ich habe das mal vor 10, 12 Jahren gesagt, ich nehme alle Dinge noch in den Arm, von denen ich noch nicht weiß, dass sie zu mir gehören. Also sozusagen vorsorglich schon mal. Ja. Weil ich möchte in diesem Prozess einfach vorangehen. Ja, alles in mir zu beleuchten, also mit Licht sozusagen zu füllen, aber nicht, um es wegzumachen, sondern einfach, ja, auch das gehört zu mir. Und in dem Moment, wo ich das für mich selber annehme, dann ist es überhaupt kein Problem, ja, einem Menschen zu vertrauen, weil ich brauche ja nichts mehr zu verstecken. Und da wieder nochmal Sprachkunde, das Wort Urteil. Ur ist das Erste und Teilen, also es spricht für sich. Ja? Das ist das erste Teilen. Wenn ich im Einklang mit mir bin oder eins mit mir bin, ist ja alles gut. Aber in dem Moment, wo ich sage, es gehört nicht zu mir, das hat nichts mit mir zu tun, dann teile ich. Und das Urteil, das erste Teilen, es gibt nur diesen einen Moment. Jedes Mal, wo ich urteile, teile ich wieder. Und ich trenne mich wieder ab. Ja, und da ist ja, das sind fast zwei Gegenbewegungen. Urteil, ich teile, und Annahme ist, nee, komm zu mir. Ich akzeptiere die Wunde. Ich akzeptiere den Schmerz, das Leben, den verkorksten Start oder. Ja, also ich, ja, ich gebe mich hin, ich nehme es an, ich gebe mich hin und arbeite damit. Hast du noch ein konkretes Beispiel des Wandels von Widerstand zu Hingabe? Sozusagen aus dem menschlichen Alltag. Das wird das, ich finde immer, je konkreter wir die Dinge benennen, desto besser lassen sie sich auf andere Situationen übertragen, als wenn man nur sozusagen allgemeine Weisheiten verkündet oder so. Aus dem Alltag. Vielleicht doch, auch doch, aus deinem Alltag. Ich habe zwei Beispiele. Ich habe kurz mal nachgedacht. Es sind zwei extreme Beispiele, aber ich kenne natürlich nicht das Innenleben. Ne? Das ist immer so eine Sache. Aber von außen gesehen, ein Beispiel für mich ist der Sportler, der bei Wetten, dass den Salto gemacht hat und sich den Nacken gebrochen hat. Der jetzt querschnittsgelähmt ist. Und er hat gar keine andere Chance, als sich hinzugeben an das. Aber das, was ich jetzt sehe, sozusagen, was er daraus macht, er macht eine Schauspielschule, er tritt im Theater auf. Also er nimmt Rollstuhl. Im Rollstuhl. Ja. Oder er hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht und wollte sozusagen das klassische Bild erfüllen, auf die Knie zu gehen. Da hat er seinen Bruder gebeten und der Bruder hat ihn an Armen und Beinen und so mit Klebeband festgebunden und den bewegt, weil er konnte sich ja nicht mehr bewegen. Und ist auf die Knie gegangen vor seiner Freundin und hat sie gebeten, ihn zu heiraten. Er hat die Situation sozusagen angenommen und sich hingegeben. Und dann gibt es noch ein anderes Beispiel. Samuel Koch war der Name von dem Sportler, was wir gerade hatten. Das andere Beispiel ist Nick Vucic. Ja, der ohne Arme und Beine. Genau, also ein, ich glaube, Kanadier oder so. Auf die Welt gekommen, ohne Arme, ohne Beine, mit einem Pseudofuß. Und der hat auch keine Chance als annehmen und sich hingeben. Aber wer mal diesen Namen googelt oder ein paar Videos sieht, ich hatte mal das Glück, ihn einmal live zu erleben, der sprüht eine Lebensfreude und Hingabe aus. Das ist unglaublich. Und er sagt auch, die meiste oder die größte Behinderung, die meisten haben, die ist hier. Die ist nicht hier. Ja, er steht auf der Bühne und sagt, ja, ich habe also keine Arme, ich habe keine Beine, ich habe einen Fuß mit zwei Zehen, aber ich kann zumindest Peace machen. Und zeigt so seinen Fuß vor. Okay. Und er spricht über die Liebe und über auch die Hingabe. Er ist natürlich auch sehr, sehr christlich geprägt, was ihm sicher auch geholfen hat, seine Art von Hingabe zu leben.
Aber da sieht man eben genau das. Das ist für mich praktisch. Ja. Und er erkundet, was hat denn das Ding für Möglichkeiten? Mhm. Ich kann es sowieso nicht ändern. Ja, ich kann keine Organe nachwachsen lassen. Ja, ich könnte jetzt sogar sagen, Organe nachwachsen lassen zu wollen, ist auch eine Form von Widerstand. Ja. Ja. Ja, erst wenn meine Arme wieder dran sind, dann finde ich Frieden. Ja, bin ich vollständig. Dann bin ich vollständig, dann bin ich heil. Mhm. Oder sage ich, nee, ich nehme das an und verwandle es und arbeite damit. Und er hat möglicherweise zu warten sozusagen auf die Fortschritte der Medizin. Ich glaube daran, dass es möglich ist, Organe wachsen zu lassen. Ne? Mhm. Aber möglicherweise darauf zu warten, bringt mir gar nichts. Ja, vor allem, ich habe ja meinen Fokus auf den Mangel. Ja, genau. Auf das, was ich nicht habe. Ich brauche das, um heil zu werden, anstatt zu erkennen, nee, es ist jetzt gut, wie es ist. Ich nehme es an, ich gebe mich hin und ich verwandle es. Mhm. Ja, und eben bei ihm zu sehen, das ist unglaublich. Der surft, der taucht, der spielt Golf und. Mhm. Ja, er gibt sich hin. Mhm. Und in der Hingabe entfaltet er das, was in ihm angelegt ist und holt das heraus. Ich habe jetzt noch einen schönen Vergleich mit Jochen. Jochen Kirchhoff hatte 11 Thesen über die Wirklichkeit oder 10 Thesen über die Wirklichkeit einen Vortrag gemacht auf YouTube. Und da hat er das, was wir hier sehen, Halbrealität genannt. Mhm. Also die zwei Gläser, die da stehen, das ist Realität. Aber so wie wir beide zusammensitzen, physisch ist ja jetzt nichts passiert in der Stunde. Aber wir haben unsere beiden Erfahrungsräume eingebracht. Mhm. Wir reden über unsere Sprache. Verschränkt. Wir reden über unsere Sprache, über Hingabe, über Worte. Und aber auch Geschichten, die wir erlebt haben oder gesehen haben. Das heißt, du bestehst nicht aus dem Körper und ich auch nicht. Das sind 50% vielleicht. Und dann die anderen 50% sind das große Ganze. Mhm. Ja, und wenn eben der Körper verletzt ist, eingeschränkt ist, haben wir die Möglichkeit oder die Aufforderung, auf die anderen 50% zu gucken. Was ist denn das, was diesen Körper trotzdem betreibt? Was ist der Lebenswille? Wer atmet? Frage mich, wer atmet? Ja, genau, ganz banal. Oder wer bewegt das Herz? Hingabe und Vertrauen, auch gerade auf dem physischen, das ja alles Leben, das Streben nach Ganzheit, und das ist ja nichts anderes. Ja, also wieder ganz sein, Shalom, Shalem, hatten wir schon öfter, Shalem, eins sein, ganz sein, dass allem Leben diese Tendenz innewohnt. Ja. Das ist sozusagen eins. Ja. Leben ist immer wieder die Tendenz, eins zu werden. Ja, genau. Ganz zu sein. Und das körperliche Beispiel, ne? Die Verletzung will heilen. Ja, das Einzige, was ich tue, ist Aufmerksamkeit durch das Saubermachen. Ja, und jetzt nicht gleich mit so einer tiefen Wunde wieder im Dreck wühlen. Ja, dann ruhig mal Handschuhe anziehen oder wie auch immer. Also ein bisschen pfleglich. Aber ansonsten kann ich dieser Tendenz, dem Leben innewohnenden, meinem Körper innewohnenden Tendenz zur Heilung, absolut vertrauen. Und ich kann mich hingeben. Und um bei dem Wort Annahme zu bleiben, ich verletze mich und ich kann sagen, ach nee, das ist nichts weiter und grabe weiter in der Erde, weil ich will das nicht sehen und dann entzündet sich's. Ja. Bis dann der Körper sagt, guck hin und dann finde eine Lösung. Aber eben die Wunde zu reinigen ist schon Annahme. Mhm. Scheiße, ich muss jetzt aufhören mit Arbeiten, weil es tut jetzt gerade richtig weh, ich muss jetzt mich drum kümmern. Ja. Dann nehme ich das an. Und dann gebe ich mich dem hin. Und auch mal zu sagen, okay, ich bin heute krank oder jetzt brauche ich 5 Minuten. Und dann aber entfalte ich weiter. Aber als erstes Annahme. Also, ja, wenn man so eine Kette macht, Widerstand, okay, Annahme und dann Hingabe. Wie, du hattest, glaube ich, ein Interview mit dem Jacobi gemacht, mit dem Sterbeforscher, über die Prozesse, die vor dem Sterben ablaufen. Das ist auch der Widerstand, das Verleugnen, der Widerstand, dann das Verhandeln und dann die Annahme. Die Annahme und dann die Hingabe. Ja. Ja. Und es sind, also wirklich, Horizonte des Herzens ist wie eine Landkarte. Es gibt Gefühle, es gibt Gefühlswege und dieses wiederholt sich immer wieder. Und
jetzt sagen wir, ich will gerade mein Haus bauen, ja, oder so, und ich verletze mich an der Hand, dann ist es ein kleiner Tod. Weil ich kann jetzt das Haus nicht weiter bauen, weil ich muss mich jetzt um die... Und da kommt der gleiche Prozess. Widerstand, Verhandeln, Annahme, Hingabe. Und dann kann ich es mit der verletzten Hand oder in 2 Tagen, wenn es wieder gesund ist, weiterarbeiten. Aber zu erkennen, es ist nicht falsch, im Widerstand zu sein. Es ist einfach ein natürlicher Prozess. Ja, oder was nicht drin kleben bleiben. Nicht drin kleben bleiben, genau. Nein, es anzunehmen. Mhm. Wie wir es vorhin schon sagten, du stehst dem höchsten Prinzip gegenüber und schämst dich dafür, dass du es anklagen willst. Nein, es ist normal, es ist in Ordnung. Da ist Wut, da ist Trauer und. Und also gib dich dem Prozess hin. Suhl dich nicht, nimm es an, arbeite damit und dann verwandle es. Also immer sich dieses Prozesscharakters. Des Prozesscharakters. Wie eine Fortsetzung von unserer Wandlungssendung, Wandlungsprozesse. Eben Hingabe an den Prozess. Und damit aber auch an das Leben. Ja, wie du sagst, der Fluss des Lebens, der fließt, der seine Richtung hat. Mir ist auf dem Weg hierher noch was eingefallen. Ich habe eine Fernsehsendung oder ein Interview mit einem Freund gesehen. Da ging es um die EU. Und niemand hat doch etwas gegen ein vereinigtes Europa, wenn man es sich wirklich durchdenkt. Ja? Oder es wäre schön, wenn es eine Weltordnung gäbe, im positiven Sinne. Ja? Nicht, dass jemand diesen Ausschnitt rausschneidet. Andreas hat gesagt, es wäre schön, dass es eine Weltordnung gibt. Nein, eine neue, genau. Es wäre schön, wenn alle Menschen wirklich gleich leben würden, gleiche Sachen, gleiches Geld hätten, gleiche Entfaltungsmöglichkeiten. Das würdest du, okay, gleiches Geld, da können wir jetzt ein eigenes Thema draus machen. Nein, aber ich sag jetzt mal im höchsten und göttlichen Sinne, dass wir nicht Menschen unterscheiden und sagen, naja, die brauchen wir, um unsere billigen Sachen zu produzieren, sondern alle sind wirklich gleichwertig. Gleichwertig, aber andersartig. Ja, genau. Das meine ich. Ne? Ja. Also, Nee, nicht gleich und. Mhm. Nee, die Verschiedenheit gehört dazu, ganz klar. Mhm. Nein, worauf ich hinaus will. Das Dunkle ist selten in der Lage, etwas Eigenes, Kreatives zu machen. Das kann nur das, was das Leben vorgibt, nachformen. Mhm. Also im Sinne von, das Leben ist der Fluss. Mhm. Ja, und das Dunkle kann nur, das kann nicht einen Fluss erschaffen. Das kriegt nicht die Lebendigkeit hin. Das kann dir nur diese Röhre als Fluss verkaufen. Ja, oder das kann dir die Vereinigten oder die Europäer, die halbwegs gleiche Werte haben, kannst dir sagen, guck mal, das haben wir doch mit der EU wunderbar umgesetzt. Dass die EU so viele schwarze, dunkle Seiten hat und Kriege führt und so weiter, das wird ja nicht gezeigt. Ja? Also die Verneinung des Lebens schafft nie etwas Eigenkreatives, sondern kann nur das, was das Leben schon vorgibt, versuchen zu interpretieren in seiner Richtung. Ja, und da ist es natürlich besser, dass, also und es funktioniert, wenn du einen Groll für das höchste Prinzip hast oder gegen das höchste Prinzip, weil du dich ihm nicht hingeben willst, dann nimmst du natürlich das Surrogat in Empfang oder nimmst du es gerne an. Aber wenn du annimmst, okay, ich habe einen Groll gegen das Leben oder gegen das höchste Prinzip und dich dem hingibst, dann bist du wahrhaftig mit dir und brauchst nicht in die zweite Ebene, in die Täuschung hineinzugehen, sondern sagst, okay, wie sagt man, gibt so ein schönes Facebook-Bild, Drogen sind so oldschool, ich ziehe mehr Realität rein. Oldschool. Ja, oder so 80er, wie man heute sagt. Ja. Ich fand das eine spannende Stunde mit dir. Wieder mal. Und ich sage einfach danke. Wir lassen es einfach so stehen, wie es jetzt steht. War viel drin. War viel drin. Und ich freue mich auf weitere Horizonte des Herzens. Mit dir. Danke dir, Andreas. Ich auch.
Liebe Zuschauer, ich hoffe, auch für Sie war viel dabei. Wir haben viel über Wort, Sprache, Wortbedeutung und so weiter gesprochen. Sie können es sich auch zweimal, das ist ja der Vorteil bei YouTube, Sie können es sich auch zweimal anschauen. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind bei Neue Horizonte bzw. Horizonte des Herzens. Und ich sage Tschüss.